Erst einmal zu unserer Gruppe. Spannend, die kennen wir schon. Natürlich klar, Italien als Favorit. Also FIFA-Rangliste 18, sagt schon alles, die ganze Erfahrung. Wir gehen mal ein bisschen näher drauf ein. Mit Bosnien, richtigen Aufwind. Griechenland mit neuem Trainer. Finnland, richtig im Aufwind. Und mit Armenien, mit Topspieler aus Arsenal zum Beispiel. Also ich glaube, richtig spannende Aufgabe. Und wenn man sich dann teilweise so einen Abend gönnen kann, wie gestern, dass man Juventus gegen Atletico anschauen kann und da einfach in dem Spiel einfach 6 Spieler, wo in unserer Gruppe spielen, ist das natürlich noch mehr spannend, finde ich, einfach sich gegen Top-Mannschaften, Top-Spielern zu messen. Und wenn wir einfach ein wenig auf Griechenland eingehen, 2004 Europameister, sonst sich eigentlich immer qualifiziert, mit Ausnahme von den letzten Jahren. Aber trotzdem, da ist eine Tradition, hohe Erwartungen, viel Temperament mit Topspielern. Und da ist einer, den ich sehr persönlich mag, mit Sokrates, ein Topspieler bei Dortmund gewesen, Arsenal. Und die haben jetzt einen neuen Trainer. Der hat 2 Spiele gemacht, 1 verloren, 1 gewonnen. Trotzdem erfahrener Spieler in Griechenland, kennt die Mentalität, das ist kein Auswärtiger. Und die, so wie ich gesagt habe, die nehmen zum Beispiel auch Trainingslager in Bad Ragaz. Haben sie als gutes Omen, weil letztes Mal, wo sie Trainingslager in Bad Ragaz gemacht haben, sind sie Europameister geworden. Also die nehmen das richtig ernst und finde ich einfach spannend, wenn man ein wenig die Mannschaft anschaut. Sehr viele, das ist so mögliche Startformation, was sein könnte. Wer wo gespielt hat, gerade in den letzten Spielen, meine letzte Info ist, dass Pelkas und Manolas beide verletzt waren, aber da rücken andere Spieler rein aus der spanischen La Liga oder sonst noch welche aus der griechischen Liga, wirklich starke Spieler, also die sind gut besetzt in alle Richtungen. Und letztendlich, wenn wir das Aufgebot haben, können wir näher darauf eingehen, was uns erwartet. Aber das ist nur so ein kleiner Einblick, wenn man einfach die Vereine sieht. Sehr viel Erfahrung dabei und vor allem Stoßstürmer, wo, glaube uns jeder sich wünschen könnte, ein richtiger Brecher, wo wir da eine richtig tolle Aufgabe haben werden hier zu Hause. Wenn wir dann auf unseren nächsten Gegner, Italien, ist einfach Klassiker. Freude für mich, vor allem als alter AC Milan-Fan von Mancini etc. Einfach für, ich glaube, das ist einfach eine Ehre für uns als Spieler, als Trainerteam, gegen so eine Mannschaft, gegen so ein Team überhaupt zum Spielen dürfen. Viermalige Weltmeister, sagt schon alles und einfach eine hohe Tradition und da erwarte ich einfach eine Top-Stimmung. Wir haben uns gut vorbereitet darauf, dass wir ein paar Mal spielen. Und ich glaube, das ist auch einfach die zweite Aufgabe. Man muss da riesig drauf freuen. Und man weiß, was bei denen letztes Mal war. Dass, da ist immer Erfolgsdruck da und kein geringer, sondern das ist, die müssen eigentlich immer unter die Top 10. Und da bin ich mir auch sicher, dass die da auch dahin zugehören. Wenn man kurz auf die Mannschaft angeht, und da sieht man einfach, welchen Wert, was da möglich sein könnte gegen uns. Und wenn man gerade das Spiel anschaut gegen Cellini und Bonucci, für mich als alter Verteidiger einfach ein Genuss. So 2 erfahrene und wahrscheinlich eins das beste Innenverteidiger-Team, was es überhaupt gibt in Europa, mit sehr viel Erfahrung, mit allem, was dazugehört. Und das sind einfach Spieler, wenn man die zuschaut, die wollen gewinnen mit allem, was dazugehört. Und ich glaube, so eine Aufgabe für uns, sich gegen solche Spieler und so ein Team zu spielen, wir können nur daraus lernen. Und letztendlich eine riesen Herausforderung, wo wir einfach wirklich gern annehmen. Wenn wir einfach auf unser Team dazukommen mit der Andrea, die kümmert sich um alles und gut organisiert und das ist top. Da sind wir sehr gut aufgestellt mit dem Josip. Auch ständig im Kontakt, was da neu zukommen könnte. Und er wird sicherlich nichts vergessen. Er war so oft bei mir, also das wird klappt 100%. Die Veronika,
ist bei uns als Teamarzt unterwegs jetzt in dieser Liga Football. Und Neuzugang mit der Martina ist auch zu uns gestoßen. Und Philipp Morschert, den kennen wir, und nicht nur als Physio, sondern auch viel im Fitnessbereich. Und unsere Medienabteilung mit der Toni und mit dem Florian, wo uns da auch viel unterstützen, und dass wir es einfach koordinieren, dass wir auch wirklich fokussiert sein können in der Woche und richtig arbeiten in allen Belangen. Trainerteam ändert sich nicht viel, aber wir kriegen Ergänzung und Unterstützung mit dem Michi als Co-Trainer bei den für Gegneranalysen und auch einfach Analysen, und mir als rechte Hand gerade auf dem Platz, wenn es um Training geht, mit dem Dietmar, brauchen wir auch nicht groß vorstellen, ist auch ständig im Kontakt mit unseren Torhütern und gibt mir da das interne Feedback, gerade über die Kaderauswahl. Das mache ich nicht alleine, sondern wir alle gemeinsam. Und dazu stoßen wird Gudmundur Reyðarsson, Kollege von mir, war jetzt 7 Jahre bei Island dabei, gehe noch näher drauf an, und als Athletiktrainer zusätzlich mit dem Sebastian Boxleitner. Warum wir die zwei dazu geholt haben, war absoluter Wunsch von mir. Wir haben darüber diskutiert im Vorfeld, wie wir uns ergänzen können, was könnte mir besser machen, und Faktum ist, dass wir haben überlegt wegen Videoanalyst, und dass man dort, aber das, die Aufgaben haben wir auf uns selber genommen, also das werden wir selber machen, mit den Analysen vom Gegner, auch genauso von unserem Spiel und Training etc. Und was ich immer erwähnt habe, gerade den Anfang, ich glaube, das ist, wenn man sich ein Bild gemacht hat von dem Ganzen, wenn unsere erste Priorität muss einfach sein, dass wir körperlich besser werden. Wenn wir da mithalten wollen auf dieser Ebene, dann ist es einfach der Punkt. Und deswegen absoluter Wunsch von mir mit dem Sebastian Boxleitner. Ist bei St. Gallen unterwegs, arbeitet dort in der Jugend und sehr viel Erfahrung. Und den kenne ich schon seit über 5 Jahren und bin absolut begeistert von seiner Arbeit. Hat in Deutschland studiert Sport und in den USA mit Verstegen, mit seinem Programm, und wirklich, ich glaube, St. Gallen ist auch bekannt dafür, dass sie sehr viele junge Spieler und talentierte Spieler rausbringen, und absolut mit den technischen Daten, alles, was wir zubekommen. Wir haben ein neues System, wo wir die Spieler monitoren können bei dem Training und weitergeben, wenn wir dann ein Programm haben. Das sind alles Sachen, was er zum Beispiel mit dem Philipp Morscher da auch unterwegs ist, und das sind sehr viele Daten und viele technische Sachen, wo wir als Trainerteam einfach zu viel wäre, und da bin ich froh, dass wir jetzt den Sebastian dazu kriegen in diese Wicked Football. Also er, genauso wie Gümme heißt er, machen wir es einfach, dass die zu uns stoßen für die Zeit, wo wir jetzt zusammen sind. Und da ist mir einfach wichtig, genauso mit Sebastian, dass die Spieler lernen und er die Spieler kennenlernt, dass wir denen auch was auf den Weg geben können, wie wir uns in Zukunft verbessern können. Und da ist absolute Priorität bei mir, ist wirklich das Körperliche, die Fitness. Und ich glaube, da profitiert nicht nur der Spieler davon, nicht nur sein eigener Verein, sondern mir als Nationalmannschaft aus Liechtenstein, alle davon, wenn jeder mal einen Schritt nach vorne nehmen kann. Zum Gümme, der hat, so wie gesagt habe, kurz 7 Jahre bei Island dabei gewesen, den kenne ich schon sehr lange, absoluter Besessener im Torwartbereich. Und er regt sich meistens auf, wenn ich über Aufstellung rede und ich sage 4-4-2, dann sagt er, nee, das ist falsch, das heißt 1-4-4-2, weil die Torhüter müssen immer erwähnt werden. Das ist ganz wichtig bei ihm. Nee, also der ist unterwegs für die UEFA Pro-Lizenz im Torwartbereich, tut da viel monitoren bei den Österreich und in Deutschland etc. Und ich glaube, absoluter Gewinn, ist ein guter Freund von mir, der kommt hier dazu für die 2 Spiele und will uns einfach nur unterstützen in die Richtung, mir zur Hand sein und gerade als neuer Input für die zum Beispiel und auch für unsere Torhüter, dass die da auch was Neues sehen, vielleicht einen neuen Blickwinkel, neue Inputs, und wir sind nur am Lernen in die Richtung, und da wird er mit dem Didi sehr eng zusammenarbeiten, auch mit uns, der hat mit mir auch sehr viel in
analysieren, gerade vom Gegner. Da geht es um Torwartverhalten, da geht es um Torschützen, Freistoßschützen, Elfmeterschützen etc., wo mir dann immer wieder, und der mir eine große Hilfe war, gerade bei Island, das zum Analysieren. Und der versteht gut Deutsch, und so Dialekt müssen wir dann auf Seite packen, wenn er kommt, aber er kann auch auf Deutsch antworten, also das ist, und er freut sich drauf und ich freue mich besonders drauf. Ich glaube, das kann einfach nur Ergänzung für uns sein und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Jetzt kommen wir zu unserem Kader. War 23 Mann Kader ausgewählt jetzt im Moment, und wenn wir anfangen, vielleicht nur über unsere Torhüter rüber geht. Wir haben 6 Torhüter, wo wir alle im Blickfeld haben, mit dem Justin Ospult, mit dem Claudio Meyer, mit dem Lorenzo Lorusso. Alle im Blickfeld, und gerade in dieser Phase war mir es wichtig, gerade mit dem Benny Hobi, die als Erfahrene dabei haben. Wir haben einen Jungen dabei, und gerade am ersten Trainingstag am Montag wird der Justin auch mit uns trainieren. Und es ist wirklich gleichwertig mit den Torhütern. Es ist nicht für oder gegen irgendeinen, sondern das ist der Wahl für diese 2 Spiele. Im Juni ist eine andere Situation, da haben wir U21 gespielt, da wird einer von den Jungen spielen, voraussichtlich bei die U21. Und dann kann auch sein, dass die Situation dann gerade umgekehrt sein wird, wer dann bei uns letztendlich dabei ist. Aber letztendlich werden die Jungs auch jetzt bei uns mittrainieren, weil wir gerade in dem Moment 2 Torwarttrainer dabei haben. Und der Abwehrreihe, nachdem dass ich jetzt fast alle habe sehen können, freue ich mich drauf. Es ist der Auswahl, und wenn ich vielleicht im Aufgebot auch gehabt habe, war mit dem Yannick Frick, muss man einfach erwähnen. Es freut mich für ihn, dass er jetzt einen Verein gefunden hat, dass er jetzt spielt und seine Einsätze kriegt. Der ist super aufgehoben in ein Top-Trainer-Team mit dem Urs Meier, mit dem Daniel Hasler, wo uns sehr gut kennt. Also können wir auch gutes Feedback bekommen. Das ist aber LFV-intern, dass man das abgesprochen hat, dass es über die U21 geht. Und im Juni, im nächsten Zusammenkommen, freue ich mich einfach drauf. Und dass ich den Jungen jetzt bei seinem Verein auch beobachten kann, auch mit ihm reden kann, unterstützen, und ich freue mich einfach drauf, dass wir im Juni wieder mit ihm rechnen können, dass er bei uns zustoßen kann, und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, weil so ein Spieler, wenn er richtig mit seinem Talent umgeht, uns helfen kann in Zukunft, und das ist einfach Fakt. Sonst soll ich das stehen lassen, oder? Wir haben es hier aber schriftlich. Ihr habt es schriftlich. Dann kann ich gleich rübergehen zum Fragebogen. Ja. Sonst noch Fragen dazu? Ja, Marcel Büchel fehlt. Ja. Marcel Büchel, gut, der fehlt. Und der hat eine Bänderverletzung. Ich habe aber den Wunsch geäußert, ich habe noch kein Feedback bekommen, ich würde gerne den als 24. dazu nehmen, dass er diese Reha-Training bei uns machen könnte, Aufbautraining. Es ist sehr knapp an die Zeit, dass er spielen könnte. Wäre eventuell ein Thema für das zweite Spiel, weil dann sind wir in dem Zeitrahmen, was seine Verletzung angeht. Aber da warte ich nur auf ein Feedback, es muss abgesprochen sein mit seinem Reha-Team, mit dem Spieler und dem Verein, dass er zu uns kommen kann und wir diesen Aufbau machen können. Und wenn wir Glück haben und der auf einem guten Weg ist, könnte er eventuell ein Thema sein für das zweite Spiel. Ein Vorarlberger hier, Marlin und Robi, haben ja noch kein Pflichtspiel gemacht. Bis Freundschaftsspiele, habe ich angeschaut. Hast du geschaut, ja. Okay, gut. Wie problematisch siehst du das, eben, dass sie noch nicht im Meisterschaftsrhythmus sind? Es sind ja nicht nur die, es sind auch die anderen, zum Beispiel. Ola, alle. Sehr gut. Die fangen sehr schade das Wochenende. Ja, es sind problematisch, sagen wir so. Das sind Sachen, die ich nicht ändern kann im Moment. Ich kann das nur so ändern, dass mir die Jungs die richtige Unterstützung geben, dass die vielleicht, gerade die Jungen, in näherer Zukunft vielleicht höher spielen können. Dann werden sie früher mit der Meisterschaft beginnen. Und das muss unser längerfristigeres Ziel sein, dass
die Jungs so viele Spiele wie möglich und am besten, wenn es live übertragen wird, dann muss ich nicht so viel reisen. Wenn ich die Spiele nur anschauen könnte im Fernsehen, wäre mein absoluter Traumwunsch von allen Spielern. Du hast vorhin erwähnt, Boxleitner, also mit dem Physio, mit der Athletik, das ist ja höchst oftmals ein Thema gewesen. Wenn die jetzt nur am Oberlauf um ihn um mich sind, glaubst du schon, dass es ausreicht? Und es gibt ja einfach einen Haufen Tipps weiter, dass es dir dann die Ohren zu Herzen nimmt, dass man sich schaffen oder wie es erstes, weil ideal wäre ja, wenn er die, im Land sind, die wollen wir das verändern. Wir haben alle Träume und Wünsche und wir haben natürlich Ziele, wie wir in Zukunft arbeiten wollen. Wir haben erstens einen zugelegt, ein Polarsystem, haben gleich Werbung gemacht. Und da können wir die Spieler das auch mitgeben. Und wir können sie über dann, weil die Daten, die Belastung gerade im Training und wenn sie Zusatztrainings bekommen, dass ich dort auch, dass wir das bei uns auf dem Computer haben. Und da ist einfach wichtig, mit so einem wie Sebastian, gerade in der Woche, er wird ihn natürlich auch nicht körperlich besser, viel besser machen in der Woche, aber er kann die Spieler kennenlernen, er kann sehen, wer hat welche Defizite, wo kannst du arbeiten, was wäre effektiv für dich. Dann auch, weil wir Spieler haben, wo vielleicht nicht professionell unterwegs sind, dass die beruflich vielleicht anderweitig oder Studium, wann ist die optimale Zeit? Wie kann ich das vielleicht ergänzen, dass ich 20 Minuten früher zum Training komme, an mir selber arbeite? Und manchmal geht es auch durch ganz einfache Mittel. Wir haben auch sehr viele Daten, weil wir haben Leistungstests mit den ganzen Jungs gemacht. Und da kann man auch mit einfachen Mitteln, wenn es nur ein zusätzlicher Lauf ist, in der Woche im Intervallgeschichte oder in Grundlagen ausdauern. Und das sind alles Sachen, was man dann mit dem Sebastian und mit dem Philipp alles durchgehen und dann werden wir versuchen, jeden Spieler einzelnen und individuelles Programm zu geben, wo sich danach arbeiten können und hoffentlich machen. Und das ist einfach die Aufgabe, was ich gern erwarte von den Spielern. Und das ist das, was ich mir erhoffe durch die Geschichte mit dem, dass wir Sebastian dazu bekommen haben. Hier im Sturm, oder? Stehen zwei Mittelfeldspieler. Habt ihr das so gemacht, damit das nach außen hin freundlich aussieht? Wir haben halt vier Angreifer, obwohl wir immer defensiv stehen, oder? Ja, ich meine, grundsätzlich werden wir voraussichtlich defensiv stehen müssen. Ja, das ist klar. Das ist, aber hier, wie gesagt, Noah Frick, oder? Das ist kein Stürmer, oder? Ja, aber das ist, kommt immer drauf auf dem System an. Der Niki Hasler hat gespielt im Sturm, der hat auf der Seite gespielt, der Dennis kann auf der Seite spielen, er könnte als hängende Spitze spielen, man kann als der Noah Frick als hängende Spitze spielen, als zweite Spitze. Was einfach gefragt wird, ist bei uns, dass die Stürmer sind nicht befreit von Defensivaufgaben. Und das ist einfach ein Faktum und dass man da einen reinen Stoßstürmer, ich hätte gern einen richtigen Turm, wenn wir einen finden, wo so ab 1,90 ist und um die 90 Kilo, ich nehme den gern. Man hat schon Robin Kupser von der Vorne geworfen. Gibt es schlechtere Ideen? Ja, ich. Alles möglich, haben wir auch schon alles durchgegangen. Nee, es ist nur so Formular aufgestellt. Der Torhütertrainer, Gümi. Ja. Gümi ist richtig, oder? Ja, Gümi. Habe ich es richtig verstanden? Wird der auch nur in dieser Woche begleiten oder wird der auch die ganze Qualifikation über? Nee, also wir haben erstens mir hier vom Verband oder die anderen, die kennen die zwei Jungs nicht und es ist absolut so zum Kennenlernen und wir haben einfach dieses eine Projekt jetzt spezifisch in das Auge genommen. Die werden jetzt dabei sein, die wollen sich selber ein Bild machen, wir wollen so ein Bild machen von denen und dann danach werden wir uns zusammensetzen, wie das dann in Zukunft aussehen könnte. Das steht noch alles offen, aber erstens ist es nur für dieses eine Projekt. Also für diese ersten zwei Spiele oder schon für die ganze Qualifikation? Nee, für die ersten zwei Spiele. Du hast schon mal erklärt, dass man möglicherweise tiefer in die Liga nachgeht. Das ist für dich so der Grundsatz, was erwartest du von den Spielern, dass sie dann noch den Kader dazugehören können?
Ja, ich glaube, wir sind einfach nicht in der Lage, uns irgendwas auszuschließen. Klar ist es ein absoluter Wunsch, dass die Jungs so hoch spielen wie möglich. Manchmal hat es andere Prioritäten, ob das beruflich oder studiumbedingt ist. Und da muss man das auch irgendwie akzeptieren und auch anerkennen. Das ist überhaupt kein Problem, aber das hindert nichts daran, dass die nicht, auch wenn sie in unserer Liga richtig positiv auffallen, dass die einfach besser sind als die anderen und dass die körperlich einfach mehr arbeiten. Und da steht nichts im Wege. Und wenn ich da merke, dass einer vielleicht in unterer Liga spielt und der ist einfach überragend und ich sehe, dass er fit ist und fitter ist als die andere, dann schließe ich die Tür nicht davon. Und vor allem, wenn das vielleicht junge Spieler sind, die auf dem Sprung sind und sind vielleicht vertraglich gebunden mit ihrem Vereine, stehen alle Türen offen. Wie ist es jetzt für dich so vor der ersten Zusammenkunft? Ist eine gewisse Aufregung immer bei dir oder Vorfreude? Vorfreude, dass ich endlich mal auf den Platz gehen kann. Was ist das? Ich bin schon ab und zu gerne am Computer und im Büro, aber am liebsten bin ich auf dem Platz und mit den Jungs. Und ich freue mich einfach auf die Zeit, wenn ich die Jungs dann persönlich kennenlernen kann und darf. Und wir können eine Zeit miteinander verbringen und dann kann man sich ein besseres Bild machen. Und es ist momentan, habe ich fast alle getroffen, und aber dann eher nur im kurzen Gespräch und so richtig intensiv, dass man mit den Spielern vielleicht über ihre Ziele und wie ist die Lebenssituation etc., was können sie besser machen, auf das freue ich mich einfach. Und das ist so der geregelte Ablauf. Alles gefragt, alles gesagt. Ernst? Ja, ich habe die Liste nicht so durchgeschafft. In der Goal ist ja klar, Trauer spielt nicht so regelmäßig, er wäre noch ein Kandidat. La Russo. Ja. La Russo hat die letzten zwei Spiele nicht gespielt, zum Beispiel. Ja. Das habe ich da mitbekommen mit meinem Didi. Claudio, absolut auch ein Thema immer noch. Armando habe ich ein paar Mal gesehen jetzt und vielleicht habe ich den guten Eindruck. Der Justin habe ich auch gesehen, zweimal. Hat super gespielt für seine Verhältnisse, in das, dass er so neu reingekommen ist. Auch keine einfache Aufgabe gewesen für ihn und ihm steht absolut die Zukunft. Und mit dem planen wir auch und deswegen freue ich mich darauf, dass er gleich beim ersten Tag am Montag dabei ist. Und das ist genauso, wie ich gesagt habe, dass im Juni ist eine andere Konstellation, weil dann spielt die U21 gleichzeitig mit uns. Und da wird einer von den Jungen sicherlich dort dabei sein. Und mit zwei Erfahrenen und einem Jungen dazu finde ich einfach die Konstellation optimal jetzt im Moment. Das Lieblingssystem. System. Ja, es könnte eine kleine Veränderung geben, aber grundsätzlich müssen wir viel arbeiten, defensiv vorne wie hinten. Und das werden wir dann so aufstellen. Aber ich möchte mir erst einmal ein Bild machen und von den Spielern und was steht uns zur Verfügung in dem Moment. Und ich meine, es kann immer noch viel passieren. Wir haben jetzt einen 23-Mann-Kader, die spielen noch fast alle jetzt am Wochenende und da kann immer noch was passieren, wenn einer sich verletzt etc. oder Ausfälle sein könnten, dann würden andere nachrücken. Wie der Training so angesetzt sind auf dem Plan, gibt es keine zusätzliche zweite Einheit? Nein. Die Großteil von unserer Mannschaft ist es auch nicht gewöhnt, zweimal am Tag zum Trainieren. Und wenn ich das dann anfange, vor mir da in so eine schwierige Aufgabe reingehen, ich glaube, da ist eher Frische gefragt. Und da muss man sich einfach zusammenstellen. Feintuning. Seid ihr die ganze Zeit im Hotel dann schon ab Montag? Oder? Nein, erst ab Donnerstag. Also wir haben am Vormittag immer Training. Und jetzt am ersten Montag werden wir halt so eine Besprechung haben, wo ich den Jungs so erkläre, was ich gerne von denen
hätte und wie wir uns zu verhalten haben. Am Dienstag haben wir Gegneranalyse, nach dem Training, also Mittagessen, dann haben wir Gegneranalyse, wo wir uns gleich intensiv oder gleich mit dem Gegner dann beschäftigen können. Am Mittwoch eine normale Einheit und ab Donnerstag sind wir dann im Hotel. Donnerstag haben wir nichts zu machen. Donnerstag ist dann normales Training, dann Mittagessen, dann haben wir die Zeit. Also hier steht keine Aktivitäten. Nee, öffentlich nicht. Da geht es weniger um eure Geschichten. Vielleicht, da geht es eher um, ich also möchte nicht unbedingt, dass vielleicht so viele griechische Gastronomen da sind. Da gibt es ja genügend Sportzeitungen. Sport. Nee, also da hätten wir einfach unsere, von unserer Seite aus, dass man da Ruhe hat im Training. Grundsätzlich vor dem Training ist überhaupt kein Thema, aber während dem Training. Also ich sage, am Montag, Dienstag ist das Training offen. Da kann jeder zuschauen die ganze Zeit, aber ab Mittwoch, Donnerstag die erste Viertelstunde, die obligatorische, und dann hätten wir gerne eine Ruhe, aber da geht es weniger um, vielleicht um euch, wir kennen uns, aber rein um das, wir spielen gegen zwei große Nationen, wie groß die Interesse ist und ich weiß nicht, wie viele tausende Sportzeitungen und etc. und Medien gibt es in beide Italien und Griechenland, dass wir da einfach eine Regel haben.